So, und von exotischen kommen wir jetzt zu weniger exotischen Tieren, und zwar auf einem Biobauernhof vor den Toren Frankfurts. Dort leben und arbeiten mehr als 100 Menschen aus verschiedenen Familien zusammen. Seit 1968 züchten sie dort Rinder, Schweine und Hühner. Wie das so funktioniert mit den vielen Menschen, das haben wir uns mal für Sie angeschaut. Eine Muttersau, eine Katze, der Bauer, viele Hühner und eine Kuh. Das ist für jeden erkennbar ein Bauernhof. Aber der Dottenfelder Hof ist kein klassischer Bauernhof. Er ist eines der ältesten biologisch dynamischen Landgüter Deutschlands. Und er ist das Zuhause von Margarete Hinterlang. Die gelernte Landwirtin lebt und arbeitet seit 3 Jahrzehnten auf dem Hof. Wir wollen, dass die Erde fruchtbar bleibt. Wir wollen, dass die Tiere wesensgemäß gehalten werden. Wir wollen, dass richtig gute Produkte aus den Lebensmitteln, die wir erzeugen, produziert werden. Wir sehen uns ja weniger oder eigentlich gar nicht als Lebensgemeinschaft. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Rund 100 Menschen leben und arbeiten heute auf dem Hof, Menschen jeden Alters. Sie teilen das Ideal eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur und eines verantwortungsvollen Umgangs miteinander, auch wenn vor allem das Letztere durchaus mühsam sein kann. Demokratische Entscheidungen haben wir hier gar nicht, sowieso nicht. Also wir fällen alle Entscheidungen im Konsens. Das ist ein bisschen mühsam, aber bei so einer Gemeinschaft oder bei einem Projekt, was so langfristig angelegt ist, finde ich, muss das auch sein. Weil ich muss zumindest das Vertrauen in mein Gegenüber haben und Ja sagen können zu dem, was er für ein Projekt vorhat. Sonst hat es keinen Zweck. Auch Lea Fleur Sorgler hat sich auf dieses Lebensexperiment eingelassen. 2,5 Jahre nach dem Abitur hat sie beschlossen, hier ihre Ausbildung zu machen und hier zu leben. Die Größe hatte mich anfangs etwas abgeschreckt, weil ich eigentlich dachte, man geht unter. Man ist niemand mehr für sich stehend, aber es klappt sehr gut, mit Gemüse zu arbeiten, in der Natur zu sein, trotzdem theoretischen Unterricht zu haben in meinen Seminaren. Das gemeinsame Leben, die gemeinsamen Mahlzeiten, all das gehört zum Hofleben dazu. Aber was alle hier immer wieder betonen, sie sind keine Kommune, sie sind keine Kommunisten. Sie versuchen einfach nur, gerecht zu teilen. Daraus ergibt sich im System bei uns auch, dass die hier langfristig und unternehmerisch tätig sind, dass die aus einer Kasse leben. Das ist seit der Gründung 1968 so, dass man nimmt das, was man braucht. Und das hat gut geklappt bis heute. Verdient wird das Geld an vielen Orten. Da ist zum Beispiel die Bäckerei. 2,5 Tonnen Mehl werden hier jede Woche verarbeitet. Das meiste zu Brot und Brötchen, einiges aber auch zu Kuchen und Gebäck. Und natürlich gilt auch in der Backstube, die Arbeit wird getragen von Verantwortung und Respekt. Und alles ist Handarbeit. Das Besondere ist einmal, dass die meisten Rohstoffe, die wir verarbeiten, hier vom Hof kommen. Das heißt also vom Getreide angefangen, Roggenweizen, viele Sorten, die wir hier anbauen. Die Eier, die wir hier verarbeiten, sind alle hier auf dem Hof gelegt worden sozusagen. Und Obst, Gemüse zum großen Teil auch, was wir verarbeiten, alles vom Hof. Und auch sie tragen zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bei, 1450 Hühner, die nach Leibeskräften Eier legen. Biodynamisch ernährt, huhngerecht gehalten und von Jürgen Feller liebevoll gepflegt. Unser Ziel ist hier, dass sie ganz zahm sind. Und ich kann durch die Herde durchgehen und kann jedes Huhn, das mir irgendwie auffällt, kann ich hochnehmen. Und dann prüfe ich hier den Ernährungszustand. Na, hier ist der Brustmuskel. Gucke ich, ist das normal oder hat das Huhn Probleme? Schon länger Probleme. Und hier ist der Kropf, da kann ich fühlen, hat es heute gefressen. Seit 5 Jahren lebt Jürgen Feller auf dem Gut und damit ist er in den Kategorien des Dottenfelder Hofes ein echter Neuling. Ganz anders Dietrich Bauer. Er kann auf fast ein halbes Jahrhundert Hofleben zurückblicken. Es war die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die ihn anzog, aber auch die andere Form des Zusammenlebens. Wenn man nicht hierarchisch arbeitet, ist es dann so, dass man eben, man hat immer den ganzen Menschen vor sich und muss sich mit dem auseinandersetzen. Jenseits von hierarchischen Strukturen. Das gilt nicht, ne? Sondern der Mensch ist es. Den ganzen Menschen sehen, das ganze Tier und die Natur als Organismus begreifen. So wie Dietrich Bauer es formuliert, sehen es alle hier. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren
Und wenn da alle Kühe liegen, das ist für mich immer noch einer der schönsten Anblicke der Menschheit, die es gibt. Wir züchten hofeigene Rassen, die genau auf diesen Betrieb passen, die genau mit dem Futter, was wir ihnen anbieten und in die Fruchtfolge passen, zurechtkommen. Und auf Dauer geben die natürlich einen wunderbaren Mist. Und der ist ja das Schlüsselding zu unserer Fruchtbarkeit. Wunderbarer Mist und Menschen, die im Einklang mit der Natur leben wollen. Das sind die Säulen, auf denen der Dottenfelder Hof steht. Sieht aus wie ein Bauernhof und ist doch so viel mehr.